Das ist schon sehr, sehr labil. Man darf auch nicht vergessen, hier wird ja das Dach mit dem Seitenblech zusammengeschweißt. Und wenn wir hier diese Mikrobewegungen haben die ganze Zeit, dann gibt es dementsprechend auch Mikrorisse. Das Ganze kann unterwandert werden und das kann halt auch vor sich hinrosten, ohne dass man das irgendwie am Anfang mitkriegt. Na, das ist natürlich der schlechteste Fall dann. Ne? Genau, genau. Schaut nicht jeder oben da in die Rinne rein, auch wenn einer denkt, ja okay, ist es jetzt halb verbeult, ist nicht so ein bisschen nicht so ein Problem. Aber wie gesagt, hier sind die Bleche gestoßen und hier durch die Kapillarwirkung zieht dann halt auch Wasser rein. Somit ist das definitiv nicht die optimale Sache.